So, meine Freunde, und willkommen zu Pokémon X-Edition. Bevor wir weitermachen mit der Lebel-Story, will ich noch ein paar andere Sachen machen. Ja, ich habe mir gedacht, wir machen heute mal ein bisschen was anderes nochmal. Und zwar will ich heute noch ein Ditto fangen im Pokémon-Dorf. Da habt ihr mir wenigstens in die Kommentare geschrieben, hey, Stu, da kannst du ein Pokémon fangen. Von daher, los, jetten! Ja, yeah, das klingt voll cool. Und ja, ich weiß nicht, vielleicht wird das der letzte Pokémon X-Part sein, den es gibt. Ich weiß noch nicht, wie lang die Story ist von der Lebel-Story. Deswegen ist die Story aus The Last Story. Und dann The Last Story wird vielleicht mal irgendwann LP'd werden. Aber nee, das war jetzt nur ein lustiges Wortspiel. Nee, was ich sagen wollte, ich weiß noch nicht. Vielleicht wird das hier der letzte Part sein, weil ich habe nicht mehr ganz so viel Lust auf die Lebel-Story. Ganz ehrlich, ich habe jetzt schon seit einer Woche nicht mehr aufgenommen, weil ich es einfach vor mir hergeschoben habe, dieses Spiel. Und hier will ich auch noch unbedingt den Baum fangen. Der Baum ist auch cool. Warum? Weil er Vitamine gibt. Und ist der Baum? Nein, es sind Pilze. Ich will keine Pilze. Das ist gar nicht so ein Funguspilz. Die können wir alle mal getrost abdampfen lassen. Ja, Flüchte. Dankeschön. Weiß ich nicht, weil ich habe zurzeit nicht mehr so viel Lust auf Pokémon X, weil es ist ja wie gesagt nur noch die Lebel-Story. Das Rest haben wir schon. Wir haben ja schon alle Legendäre gefangen, außer, ich glaube, Arktos. Aber das ist eh Zufall, wie man den trifft, weil der kommt mal dann, mal dann, mal dann, mal dann. Und ich kann ihn zwar die ganze Zeit jagen, kann dann noch ein paar hochladen. Das mache ich wahrscheinlich noch. Also wie er dann Arktos fängt. Fängt. Genau, wir können auf Arktos-Jagd gehen. Wir können auch so ein bisschen gucken, wo der ist. Wenn er bei uns ist, dann können wir ihn ja fangen. Wenn nicht, dann dann eben nicht. Dazu müsst ihr einfach im Pokédex gehen. Pokédex! Und da runter scrollen auf Arktos. Arktos wird wahrscheinlich im nationalen Deck sein. Beziehungsweise gucken wir einfach mal. Und scrollen wir ganz nach unten. 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 Okay, wie das so. Pff. Hier sind irgendwie die anderen Pokes. Sind die denn nummeriert schon? Ja, die sind nummeriert tatsächlich. Dann muss ich doch einfach hier gehen bei 143 ungefähr. Alter, wie viele Pokémon es schon gibt, ne? Das ist einfach so krass. Also wer sich die halt ausgedacht hat, der hat echt kein Leben, du. Kein Leben hat der. Hier ist Arktos. 144, gut geschätzt aber, ne? 143 habe ich gesagt, 144 ist es. Arktos befindet sich gerade dort. Ein bisschen Jagd auf Arktos, habe ich da Bock drauf? Können wir ja gleich noch machen, deswegen. Vielleicht machen wir heute gar nicht die Lebel-Story, weil, wie gesagt, das ist einfach ultra langweilig. Viele haben mir auch in die Kommis geschrieben, ja, Silo, die Lebel-Story ist echt ein bisschen langweilig. Ich habe sie damals in einem Rucks durchgemacht. Und, boah, was soll ich da großartig zu sagen? Ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll, aber ich weiß einfach nicht, wie ich dazu stehen soll, zu der Lebel-Story, weil es ist einfach nur kämpfen und labern, 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 dann wieder zwei Kämpfe, dann wieder labern, 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 labern. Und nichts vergessen, labern. Haben wir schon labern erwähnt? Ja, ich glaube schon, dass wir schon. What? Trainer? Nein! Was soll das? Ich will nicht gegen dich kämpfen, du. Du alte, du Erzieherung da, Sophia. Oh Mann, was will die von mir? Mit Snubbull, Snubbull, Snubbull. Oh Gott, was ist das für ein Monster mit dem Kleid? Ein Transmonster, oder ist es männlich oder weiblich? Es ist definitiv ein Mädchen. Ein Mädchen mit Kleid. Okay, jetzt machen wir kaputt mit Durchbruch. Der Durchbruch in die Charts. Logok wird es schaffen. Okay, stimmt, das ist der Typ Fee jetzt, ne? Knacke. Nein, Knuddler, knuddel mich nicht. Wenn du glaubst, mich zu knuddeln, dann hast du dich geschnitten. Wir werden das explodieren mit unserem Flame-Flower-Blitz. Boom. Na, war das heiß für dich? Oh ja, wir sind ein heißer Typ. Und du bist geburnt, Junge. Junge, du hast keine Chance gegen Null zum Motherfucking Gog. Ja, so wird's sein. Ja, Leute, was soll ich großartig sagen? Ich freue mich schon unheimlich doll auf eure Freundescodes, die ich ja gestern bekommen habe. Und dann werde ich wahrscheinlich heute, also den Part seht ihr wahrscheinlich, beziehungsweise habt ihr gestern gesehen den Part, aber ich werde morgen dann schöner Kontakt-Safari ein paar Pokes fangen und dann mein Wi-Fi-Team weiter aufbauen, beziehungsweise meine Wi-Fi-Pokes weiter in Elfschaden, Raserei. Vielleicht überleben wir das ja aber ganz viel Glück. Nein. No way in hell. Wir haben keine Überlebenschance gegen dieses Zichter mit seinen großen Weisheitszähnen auf Doom. Gut, dann setzen wir Asgard zum Boom ein und der macht einfach mal Boom. Apropos, ich wollte mir noch unbedingt ein neues Fiaro machen. Damit Orkanschwinger aber als Fähigkeit, was dann alles, was dann Flugattacken als Priority Move durchgehen lässt. Ziemlich chillig. Und deswegen will ich das Ding auch unbedingt haben, ganz ehrlich, weil es wäre ultra geil.
Chillig. Ja, freue mich unheimlich doll drauf, wenn ich dann endlich alles machen kann. Und ja, was soll ich großartig zu sagen? Warum kämpfe ich ja nicht gegen Leute eigentlich? Warum mache ich das? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall werde ich heute wohl nicht mehr die Lebel Story weitermachen. Vielleicht ein bisschen, ich weiß noch nicht. Nein, 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 die will bestimmt kämpfen. Da liegt noch eine TM, wie komme ich da hin? Wie komme ich da bloß hin? Was ist das denn hier? Gewusst wie? PC-Boxen? Okay, wie komme ich da oben hin? Ich glaube, ich war hier schon überall mal, aber hab's alles wieder gelöscht irgendwie. Oder? Ich weiß es nicht. Ich glaube, hier unten hin geht's zum Pokémon-Dorf, wo ich hin will. Ich will ja zum Pokémon-Dorf. Hier kann man auch Zorak fangen, ne? Zorak als Wi-Fi-Battler wäre auch nicht schlecht. Wäre manchmal ein bisschen zu durchschaubar, aber weiß ich nicht. Hallo, ihr kleinen Hundis! Fuah! Fuah! Hier ist ein Relax, du hast Schild da einfach unten. Voll geil. Und wir schauen jetzt hier und suchen uns ein Ditto. Gefunden! Gefunden! Ich habe ein Ditto gefunden. Jawohl, fangen wir einfach mal. Ich fange einfach mal ein paar mehr. Warum auch nicht, meiner Ansicht nach. Gute Sache, so ein Ditto zu fangen. Deswegen, nebenbei suche ich schon mal hier auf meinem Super-Handy. Da habe ich ja mir einen Ordner gemacht, welche Abonnenten ich noch benennen werde in diesem Projekt. Beziehungsweise mir wurde es rausgesucht von meiner Super-Sekretärin. Dankeschön nochmal dafür. Ich freue mich immer wieder, diese Ideen hier zu lesen. Wen haben wir hier nochmal? Ja, doch. Ich habe hier sehr, 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 sehr viele Abonnenten noch, die unbedingt benannt werden müssen. Und, oh Gott, das kämpfe gegen Durengard. Durengard ist super stark, so ungefähr, ne? Und ich hoffe, dass wir jetzt nicht draufgehen dabei. Hoffentlich tötet er uns nicht. Okay, er boostet sich hoch, das ist böse. Ich kann natürlich jetzt auch angreifen, aber ja, ich weiß noch nicht, ob ich das machen soll. Aber wenn es so weiterläuft, ich werde es ja in dem Infovideo sehen, was ich gestern hochgeladen habe. Wie gesagt, ich nehme den Part hier sofort danach auf. Das heißt, ich habe keine Ahnung, wie ihr reagiert habt. Das könnte der letzte Part sein, es könnte auch der vorletzte Part sein, es könnte auch der 55. Part sein, der noch folgen will von diesem Projekt. Ich weiß es nicht. Ich lege mich da, beziehungsweise ich will da eure Meinung hören, beziehungsweise eure Mehrheit dann. Wer dafür ist und wer nicht dafür ist, werde ich dann ja jeweilig sehen. Ein wunderschönes Ditto erstmal gefangen, wunderbar. Werde ich gleich mal noch im Wesen erstmal gucken. Jetzt kann ich erstmal auch vernünftig paaren. Oh ja, mit Ditto will jeder in die Kiste, warum, weiß ich nicht. Vielleicht ist Ditto so attraktiv mit sein, also attraktiv, genau, so attraktiv. Hypno-Morber, wusste ich gar nicht, dass... Wow, mein Mikro! Ist mal vorm geschmissen, ey. Schnüffler, ja, schnüffle mir. Oh, rieche mir. Wusste gar nicht, dass es hier gibt, ey, in dieser Gen. Geil. Chillig, vanillig. Hier ist ein Hund, so ein Käufer. Ja, so langsam kann ich den Namen aus der 6. Gen, ey. Finde ich geil. Noch so ein Viech, ey. Was wollen die alle von mir? Was wollen die alle von mir? Was habe ich denn da getan? Ich will doch gar nichts. Deswegen, und zur Not kann ich die Bell-Story auch nochmal in den Y-Naslog machen. Deswegen, also da brauche ich euch gar nicht anstellen, falls ihr die jetzt noch zu Ende haben wollt. Oder eben nicht, weil die meisten haben mir eh schon gespoilert, was dort alles passiert in dem Ding. Irgendwie, dass da noch so ein Power Ranger kommt und so und der damit sein Megazords Action macht. Naja, Power Ranger als Megazords jetzt nicht, aber irgendein Typ mit einer Maske oder sowas kommt. Warum hast du eine Maske auf? Warum liegt hier Strom? Dann lass mich rein. Was? Ja, genau. Ditto-Armee? Quapsel-Armee, okay. Okay, Quapsel ist cool. Aber nicht so viel auf einmal. Man soll sich Quaps auch fast überall fangen können wir in der Angel. Das heißt, wir werden in unserer Naslog bzw. in unserer Y-Naslog ganz viele davon haben. Mhm, ich freue mich schon unglaublich drauf. Unglaublich freue ich mich auf meine Y-Naslog. Und jetzt, die wird mega legendär, weil ich kenne die Pokémon inzwischen. Ich weiß ungefähr, welche Pokémon es auf der Route gibt. Und einfach das ganze Spiel von vorne zu spielen, macht, glaube ich, viel mehr Spaß, als jetzt das Spiel hier weiter zu spielen, wo wir eh schon fertig sind. Und eigentlich nur das Postgame machen, was eigentlich total egal ist. Viele Let's Player haben es auch total gelassen, dieses Postgame, weil es einfach... Wuff, wuff. Ist einfach total... Da ist was drin im Mülleimer. Was ist da drin? Was versteckt sich in meinem Müll? Was ist da drin? So, jetzt wird rausgesucht. Wer von euch hat jetzt hier geschrieben, ich will ein Pokémon sein? Der Nächste, der Letzte, der das geschrieben hat, der wird jetzt zu diesem schönen, unglaublichen Viech. Nehme ich mir jetzt fest vor.
So Leute, da bin ich schon wieder. Und zwar ist dieses wunderschöne Pokémon einer Abonnentin, wie es aussieht, geworden, die meinte schreiben, Pokémon sein will. Und ja, du bist ein Pokémon geworden. Und zwar, ja, ein wunderschönes Mülleimer-Pokémon, Frau Maren Müller. Super, ey. Das ist nicht persönlich, das ist natürlich nur Spaß. Also alle, die jetzt hier so ein bisschen, was hat er gegen mich, warum mag er mich nicht? Ist alles nur Spaß, Leute. Es ist alles nur Spaß. Nicht, dass jetzt... Zoroark! Oh, yo! Haben will. Oh Gott, ey, ein Zoroark, das will ich haben. Das muss ich haben, ein Zoroark ist so cool. Ich glaube, ich werde dieses Projekt eh mit diesem Part beenden, wo ich die ganzen Pokémon benenne. Ist irgendwie chilliger, glaube ich, als diese Battle-Story weiterzumachen, oder? Ich glaube, das ist cooler für euch. So kommen noch ein paar Pokémon dran. Und so freuen sich noch mal ein paar Leute. Deswegen werden wir uns gleich wiedersehen, wie ich das Ding gefangen habe. Bis nach einem kurzen Cut, meine Freunde. So, Leute, da bin ich wieder. Und schon haben wir es gefangen. Wunderbar, das ist doch cool. Wunderbar, wunderbar. Oh yeah. Und zwar werde ich dieses wunderbare Pokémon nach einem Abonnent benennen. Der auch sehr, sehr lange dabei ist und wirklich auch immer Kommentare schreibt. Das freut mich immer wieder. Und ja, ich glaube, er ist mit einer, die am längsten dabei sind, deswegen dachte ich mir, hey, ich meine, ich habe ihn noch nicht benannt, ne? Ich meine noch nicht. Deswegen wird er jetzt einfach benannt, und zwar der gute Rudelrocker. Nee, deswegen kennt doch jeder aus meinen anderen RPs. Und ja, wenn du schon mal benannt wurdest hier in diesem Projekt, dann tut's mir leid, ich weiß es nicht. Steht auf jeden Fall mal im Dokument hier drauf, dass du noch nicht benannt wurdest. Von der René fühle ich gegrüßt, deswegen schreibst du mal fertig Trash Gummies. Und auch, wie gesagt, whatever matter what I'm saying, man. Was soll ich sagen? Ach ja, stimmt, du hast mir auch angeboten, wer ist die Pokémon zu breeden für mich, also Tarniels und sowas. Und da muss ich leider sagen, na, weiß ich nicht, ob ich das für euch, von euch annehmen kann, Leute. Weil ich bin da so ein bisschen wählerisch, weil ich nehme ungern Sachen von anderen an. Ich fühle mich immer so schuldig, so, da muss ich euch auch was geben. Und hier ist die Feentafel, die habe ich noch gar nicht geholt. Beim Mewtwo-Part habe ich die noch gar nicht geholt. Noch ein Ditto. Ich will ein Ditto eigentlich auch competitive benutzen, deswegen muss ich mir eigentlich noch mehrere fangen, aber... Just kidding, mache ich ein anderes Mal. So, hier ist die Feentafel. Sehr challenge, wenn alle die haben wollen, die könnte hier kriegen. Und hier ist ein Pokémon aus... keine Ahnung wie, aber es ist auch immer hier. Ein Pilz! Er nennt sich auch Fußpilz. Oder Rotpilz, ich weiß es nicht. Und raus mit dir, du hässlicher Pilz mit deinen Pompons, die aus Pokébällen bestehen. Ja, wunderbar, wunderschön, ne? Ja, und in der Höhle schlummert tatsächlich noch ein Mewtwo. Wir können es ja ganz chillig, weil er nicht hier empfangen, wenn wir Bock haben. Wa? Das ist ja ohne Scheiß noch drinne. Ihr glaubt mir nicht? Ja, da guckt ihr doof, ne? Das ist echt noch da. Ja, ich hab's noch nicht gefangen, weil ich wollte ja eins mit perfektem Nature haben für Uber-Battles. Und das muss ich dann ein anderes Mal machen. Mache ich wahrscheinlich... Wow! Habt ihr es gesehen? Das war ein Skate-Trick! Yay! Ich hab's voll drauf! Alter, geil! Habt ihr es gesehen? Ich bin voll gesprungen, yeah! Voller Sprung-Boy. Ist hier. Ein Abfalleimer, dies, das. Und eine Top-Genesung. Wunderbar. Brauche ich zwar jetzt nicht mehr, aber hey. Das Einzige, was ich vermisse in dieser Edition, ist ein bisschen das Tauchen. Tauchen wäre geil gekommen. Ist hier irgendwas noch? Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich das hier machen. Hier ist etwas Honig. Honey. Oh yeah. Sweet yeah. Hallo Hund. Yap. Ja, keine Ahnung, was wir jetzt noch machen, meine Friends. Ganz ehrlich. Oh, Pummeluff. Pummelpuff. Sweet. Fange ich. Warum? Weiß ich nicht, weil ich es wissen will. Warum will ich es wissen? Willi will's wissen. Willi will's wissen. Bada 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 bam. Bada bada bam. Oh Gott. Ich hab mich voll verschluckt. Ja, ganz lustig und so, ne? Und zwar,
Ich weiß nicht, oben wo das Level ab. Hyperstrahl! Woo! Hyper Potion, Hyper Mega Power Wolf, was ist da los mit dir? Ich weiß es nicht, Antikraft brauchen wir nicht mehr, wir haben Hyperstrahl auf Doom. Oh Gott, der soll angeblich den Sound der ersten Gen haben. Ich bin gespannt, wie er sich anhört, ey. Pummelpuff, Level normal Fee, glaube ich. Oder zumindest Typ normal Fee, oder? Ja. Finde ich ganz gut, deswegen zwei Typen für das Ding, deswegen so wird es auch ein bisschen nützlich. Hat die Kampfschwäche auch weg. Scheiße, ich wollte das benennen! Scheiße! Okay, Pummelhof war eigentlich gedacht für... Wo war es hier? Ich hatte ihn gerade. Und zwar für... Moment, da haben wir es. Anlis... Wie wird das ausgesprochen? Anissa W... Anissal... Wahn. Ich weiß nicht, wie es heißt. Anissal Wahn, glaube ich. Anissal Wahn. Ich glaube schon, dass es so geschrieben wird. I'm not sure, yo. Kannst mir gerne die Kommis posten, wenn das so ausgesprochen wird oder anders. Es tut mir leid, wenn es falsch ausgesprochen ist, aber auf jeden Fall wärst du eigentlich das Snubbull geworden. Und ich glaube, das reicht doch jetzt erstmal Pokémon catchen. Obwohl, eins können wir noch machen. Deswegen dieses Hypno-Morba, fangen wir nochmal. Das war's auch dann. Wie gesagt, für alle Leute, die jetzt nicht Pokémons geworden sind in diesem Projekt, nicht traurig sein, ganz ehrlich. Es kommen noch viele andere Pokémon dran. Und zwar bei Pokémon Y Run. Da werden die Leute benannt, die noch keine Pokémon geworden sind. Also, chillt euer Leben, meine Friends. Und dann werdet ihr dein Pokémon. Pokémons, genau. Nee, Pokémons werdet ihr. Vielleicht auch Digimons, ich weiß es nicht. Nee, wahrscheinlich Pokémons. Deswegen ganz chillen, Vanille, meine Friends. Das werdet ihr da schon werden. Und ja, ich hoffe, dass ihr mir das nicht übel nimmt. Deswegen. Ein Abonnent wird noch genannt, den nehme ich von dem letztrigen Part. Dann mache ich einfach Eliminimist, das rappelt in der Kiste. Elimin weg und du bist weg. Zack. Okay, und da haben wir auch gleich ein schönes Thema, was ich anschneiden könnte. Und zwar von dem guten, von der... Okay, es ist jetzt eine weibliche Abonnentin. Okay, Shemale Power for the win. Nee, deinen Namen lese ich oft in den Kommis und du hast mir gerade auch eine schöne Frage gestellt, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen wirst du jetzt einfach benannt. Ganz random. Und zwar ist das Liana, die gute Liana Karimov, was heißt das? Keine Plan. Vielleicht ein lustiger Nachname. Pff, kann ja sein, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, fühlig gegrüßt, wie gesagt. Warum sagt das immer, ey? Das hört sich voll doof an, ey. Fühlig gegrüßt. Hallo Mama, fühlig gegrüßt. Junge, komm essen. Ja, ist okay, Mama. Ich kürze es mal so ab. Und zwar hat sie gefragt, welche Animes schaust du denn? Ich sage schon länger noch einen guten Anime. Achso, ich suche schon länger, weil sie hat sich da verschrieben mit U und Z. Ich suche schon länger nach einem guten Anime. Ja, was ich zurzeit gucke, ich gucke sehr vieles, wirklich sehr vieles. Ich habe zum Beispiel letzte Woche Mirai Nikki mir angeguckt. Das Zukunftstagebuch ist ein sehr, sehr geiler Anime. Kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Habe zwar auf Japanisch geguckt, also auf mit Deutsch Sub, also so zum Deutsch lesen im Untertitel. Und ja, das hat mir ziemlich gefallen, der Anime. Das war ziemlich geil. Dann habe ich, was habe ich noch geguckt? Ich habe geguckt Code Geass, Lelouch of Rebellion. Habe ich auch durchgeguckt die letzten Wochen. Sword Art Online gucke ich zurzeit auch, deswegen. Guilty Crown gucke ich, Evangelion gucke ich. Ja, und das war's eigentlich. Das ist schon eigentlich genug, was ich gucke. Deswegen, das meiste ist ja schon davon durch, aber... Ich glaube, ihr wisst, was ich meine, so ein bisschen, ne? Ich gucke ziemlich viel auf jeden Fall. Deswegen, alles, was mir so ein bisschen gefällt, so Mecha-Genre oder so. Deswegen. Wir sagen jetzt als Arktos, was irgendwie immer woanders ist wie ich. Fick dich, Arktos. Fick dich. Ich will einfach zu dir. Und Lebel kann mal getrost den Rücken knutscheln. Weil er hat eh welche kämpfen nur für mich. Und das ist total langweilig, ganz ehrlich. Deswegen mache ich lieber sowas. Arktos, wo bist du? Wo ist der? Ach, da hinten wieder. Der chillt sein Leben auch und der kommt gar nicht her, ne? Bin ich gerade überhaupt aus der Stadt rausgefahren? Ich weiß es nicht. Nochmal hier raus und hier raus. Zack. Deswegen, falls ihr irgendwelche Animes habt, könnt ihr mir die gerne in den Kommis posten. Ich suche immer welche zum Gucken wieder. Deswegen, also, manchmal so ein bisschen langweilig, da gucke ich auch mal ganz gerne irgendwas. Und Arktos haut einfach nicht ab, der bleibt einfach da hinten stehen, der Wichs. Der blöd, Mann. Man sagt das Wort mit wenig. Was, rothaarig? Ja, genau. Nee, ich weiß nicht, was ich machen soll. Wie soll ich da am besten hinkommen? Soll ich da mal hinfliegen einfach? Ich habe eine bessere Rätsel. Ich mach den Troll-Mode. Fliege einfach mal zur anderen Stadt hin, die gleich nebenan ist.
Und ja, mal gucken, wie sich Arktos verhält. Ob er jetzt meint, hä? Was willst du von mir? Und ob er jetzt meint, hä? Was willst du von mir? Deswegen. Wo ist das denn? Hier, genau. Reliviera City. Jetzt wollte ich eigentlich nach unten gehen und... Hier, pam. Wetten, der ist jetzt hier hundertprozentig. Ich habe ihn eingekesselt, diesen Jungen. Diesen jungen Arktos-Vogel. Oder? Nein, er ist genau drüber mir. Fuck the rules. Screw the rules. Arktos, ich werde dich kriegen. Und zwar werde ich jetzt hier nach Reliviera gehen. Und jetzt die Straße nach oben. Und wehe, da bist du nicht. Wenn du da nicht bist, dann gibst du den Hintern voll. Den Popo voll gibst dann, genau. Den Hintern voll. So. Route 10. Ich hoffe, er ist hier. Ihr müsst auf jeden Fall immer die Straßen langs fahren. Irgendwann wird er schon da bei euch sein. Oder der Spacken bewegt sich einfach keinen Meter vom Fleck und bleibt einfach da, wo er ist. Ist auch eine Möglichkeit. Kann ich ihn jetzt eigentlich so verfolgen? Das wäre jetzt eigentlich voll strange, wenn ich das machen hätte, könnte. Ganz ehrlich, das wäre echt cool, wenn ich das machen könnte. Wenn ich jetzt einfach zu ihm hingehen... Evoli! Ich habe schon Evoli? Oh Mann, ich will noch ein Evoli. Ich will jedes Evoli haben. Also die Evoli-Entwicklung. Ich hoffe, ich kriege eins in meiner Naslok. Oh mein Gott, wäre das geil. Ein Evoli in der Naslok. Oh nein, der Steinblock wäre nicht so geil. Der wäre überhaupt nicht geil und geht steil, weil er wäre... Voll die Kante, ey. Da gibt's schon zu merken, wenn du mal trainen. Trainen, trainen, trainen. Okay. Und ich hasse das Google Plus Kommentare-System. Es ist so schrecklich, ey. Ich muss immer unter Uploads gehen, mir da die Kommentare angucken, weil die werden mir nicht mehr so angezeigt. Hey, Symbolara, was geht ab? Hab ich aber auch schon, ne? Hä? In der Safari-Zone hab ich das so gestern gefangen, oder hab ich da nicht gespeichert? Wenn ich da nicht gespeichert habe, da fehlt mir auch das wohl nur noch mit Dürre. Das wäre auch doof. Ja, ich habe mir schon... Willst du kämpfen? Ne, ich konnte einfach nicht hoch. Okay, komisch. Ist hier noch alles zerstört? Ne, hier ist noch der große Furzkrater auf Doom und die Häuser sind immer noch umgekippt. Ich habe das Leben von den Leuten auf den Kopf gestellt, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich bin so lustig. Auf den Kopf gestellt, genau. So, nochmal kurz gucken. Nationaler Pokédex. Und? Wo bin ich? Nee, der haut echt nicht ab, der Vogel. Also man kann einfach, wie es aussieht, zu Arktos so hinlatschen. Lodging, lodging, lodging. Können wir ja kurz machen, damit ihr kurz Arktos sehen könnt. Habe ich noch einen Superschutz? Das wäre natürlich noch super. Weil wenn ich einen Superschutz habe, wäre das super, genau. Nee, das wäre voll toll und so. Nee, ich habe einfach keine Lust mehr auf Pokémon X zur Zeit, Leute. Es tut mir leid für alle, die Spaß hatten an dieser Edition. Zumindest an diesem Let's Play, wie gesagt, auch. Aber es wird auch mal Zeit für was Neues und wie gesagt, wenn ich keinen Spaß mehr habe damit, macht es auch irgendwie keinen Sinn, glaube ich, mehr, dass ich hier weiter was aufnehme. Ist nur meine Sache. Könnt ihr natürlich auch anders sehen, ich weiß, aber ich finde es so besser. Yeah, Spiegel. Ich laufe jetzt nochmal schön durch die ganze Region hier, damit ihr alles nochmal sehen könnt. Gerade viele Leute, die ja später eingeschaltet haben, diesen Let's Play. Deswegen, weil es haben wahrscheinlich nicht alle vom Anfang angeguckt. Und ja... Boah, Kastur! Will ich haben, will ich haben, will ich haben, will ich haben, will ich haben! Männlich? Männlich! Männlich! Haare auf dem Brust ist männlich! Linksohrringe sind weiblich! Nee, das geht gar nicht, klar, das ist homo. Pff, das geht nicht, das macht man nicht. Man nimmt keine Ohrringe als Mann. Obwohl, es ist ja in sozusagen, sich solche Tunnel stechen zu lassen in die Ohren. Ich weiß nicht, ob manche das von euch geil finden. Ich finde sowas total scheiße. Da so lapperigen Ohrlappen dazu haben, ist ja jedem mal seine Sache. Deswegen, ich will ja niemandem was unterstellen. Aber ich fand es nicht so toll. Deswegen, und wisst ihr was, wenn ich dieses schöne Kastu bin, und zwar den guten Leoland. Deswegen ist auch ein Abonnent, der schon lange dabei ist. Und deswegen jetzt auch mal hier gewürdigt wird, meine Friends. Leoland ist vielleicht der Bruder von Markus Lanz, ich weiß ja nicht. Vielleicht bist du ja bald der neue Wetten, das Quorum-Moderator. Ich weiß es nicht. Vielleicht bist du es ja. Vielleicht bist du es ja schon. Vielleicht bist du auch Markus Lanz und hast dich einfach versteckt mit dem Decknamen Leon Lanz. Kann ja alles möglich sein. Okay, wir wollen jetzt mal weitergehen. Hallo. Oh, schöne Frau, du siehst wunderschön aus. Wunderschöne Frau, du siehst wunderschön aus. Genau, und hier ist noch ein Poke. Ich will unbedingt noch diese Fledermaus haben. Die ist so süß, ey. Glaubt ihr gar nicht. Noch ein Kastur. Kann ich auch gleich fangen.
Warum? Damit ich die paaren kann, weil ich will ein Castor haben mit perfektem Wesen, schön auf Verteidigung gedrillt, damit ich mir ein schönes Pokémon darüber machen kann. Schön mit Leech Seed, Stachler und boah, das wird so ultra geil. Das wird so genial werden, ich sehe es schon. Jawohl, gefangen, gecatcht hat das. Da hat das einfach gecatcht, der Junge. Ist das weiblich oder männlich? Wenn es männlich ist, dann muss ich leider das mit Ditto paaren, weil Ditto ist ja so hetero, der macht sogar auf Mädchenklo mit jedem Castador, müsst ihr wissen. Mit seinem Stachlingkörper. Nee, keine Ahnung. Nee, ich weiß. Hier ist schon das Ende, ne? Ja, tatsächlich. Cool, habe ich sogar einen Castor jetzt gefangen. Ja, ich würde es aber ganz schön einfach hier Revue passieren lassen und einfach hier durchs LP zu ziehen. Und nochmal alles euch hier zu zeigen, wie hier alles war. Deswegen finde ich einfach gar nicht mal so schlecht, die Idee hier durch die Straßen zu ziehen und hier nochmal Pokémon zu fangen. Schutzen hilft nicht mehr. Ja, okay, dann wirkt er eben nicht mehr. Das ist dann deine Sache. Meiner wirkt noch. So, und jetzt müsste hier eigentlich Arktos sein. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Bitte, 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 please, 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 please. Arktos, Arktos. Ja, er ist hier. Wir haben Arktos. Wir haben Arktos. Also ist es gar nicht so schwer, das Ding zu fangen, weil es bleibt immer auf einer Stelle. Man muss es einfach verfolgen. Und ja, sollte eigentlich kein Ding sein für den King, die ganze Zeit Arktos zu catchen, oder? Meinen Sie noch nicht? Nein! Was willst du von mir? Ich hasse mit dir baden. Alter, guck dir diesen stabilen Körperbau an. Mit Baldorfisch. Baldorfisch. Er ist geboom. Und das ist unser erster Kampf auf ins Wasser, glaube ich, mit dem Trainer. Wayne interessiert. Das Pokémon ist underlevelt. Wir sind overlevelt. Deswegen fliegen wir hoch in die Luft. Was war das denn? Hörtet eins. Okay, dann horte mal. Ich mach die jetzt eh kaputt mit meinen Fliegen. Voll die Bombe, Alter. Wunderschöner Scarf. Super gemacht. Und jetzt für dieses Pokémon setzen wir extra M zu dem O, zu dem N, zu dem A ein, um den Hyperstrahl abzufeuern. Ja. Ich bin sehr gespannt, wie die Animation aussehen wird. Das ist ja jetzt auf Typ Eis ausgelegt. Das heißt, es könnte nicht unbedingt killen, aber Mona ist so hyperaktiv, extrem. Was ist das denn? Was ist das? Okay, Hyperstrahl, bumps, ist weg. Oh yeah, der alte Sound! Wenn du Sieg getötet hättest, Mona, dann wäre ich echt... Ne, ne, ne. Dann wäre ich enttäuscht gewesen, aber du hast es gerade noch geschafft. Oh, ich mag den alten Sound. Guck dir diesen V-förmigen... Körper, ne, dieser stabile Rücken, ey. Der hat echt trainiert bis zum Umfallen, bestimmt, der Typ. So, wo ist Arktos? Arktos? Du bist doch eiskalt, oder nicht? Wo ist der Vogel? Will er mich nicht sehen? Arktos, wo bist du? Junge, willst du dich verarschen? Hallo? Was soll das? Hä? Das ist auch nicht Arktos. Arktos hat ein cooleres Geräusch. Der macht so... Und dann kommt Arktos so. Genau, der hat so ein Geräusch. So. Zero der Pokéflüsterer. Ich rede mit Pokémon. Wo ist es? Die wollen mich alle trollen, glaube ich, ne? Tantacha. Wunderbar, Tantacha. Wo ist Arktos? Ich sehe es nicht. Es smart mich einfach wohl nicht. Dieses verdammte Arktos. Für alle Leute, die wissen wollen, wie man Arktos fängt, werde ich noch, wir zeigen in meinem Y-Run zeigen oder ich werde es hier noch zeigen. Man muss Arktos 10-mal begegnen und dann wird es in der Meereshöhle auftauchen. Einfach so zum Fangen dann. Wo bleibt das Scheißviech? Wisst ihr, was ich jetzt mache? Nee, kann ich gar nicht, oder? Nee, kann ich nicht. Wo ist der denn? Der will einfach nicht kommen, der Spacken. Oder kriegt man den nicht auf dem Wasser? Doch klar, den muss man auf Wasser kriegen. Vielleicht ist auch auf Land und Schild da sein Leben. Hm, ich guck mal. Arktos! Merkel reiten! Merkel reiten, Merkel reiten! Lass mich bitte, 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 bitte! Noch einmal, komm, noch einmal! Noch einmal!
Yay! Das war mit eins der geilsten Feature überhaupt in diesem Spiel, ey. Mäkelrei, das ist so geil gewesen. Leider ist es nicht so... Schade, ich habe gedacht, man kann da so über Routen nochmal reiten. Das wäre viel cooler. Gibt's hier Arktos? Arktos! Nein! Ich glaube, der ignoriert mich einfach eiskalt. Ein Tauros, oh, ein Bulle. Der Bulle von Tönz. Aber wir wollen nichts von Bullen. Oh, Bedroher. Bedroh mich ruhig, du Bulle. Ich zeig dir gleich meine Hörner. Obwohl, du hast auch Hörner. Von daher ist das ziemlich unpassend. Wo zur Hölle ist der? Und wehe, der ist jetzt weg. Der muss hier noch sein. Was? Der ist weg? Ich fühle mich getrollt, ganz ehrlich. Ich fühle mich wirklich getrollt. Okay, das kann doch etwas länger dauern mit den Arktos suchen. Aber wir haben Zeit, oder? Okay, unser Part ist schon ziemlich lang. Ich weiß nicht, ob ich ihn vielleicht jetzt doch schon beende. Ich will noch einmal Arktos sehen. Das ist das Ziel, was ich heute mir noch vornehme. Und das wird auch das Ende dieses LPs sein, meine Freunde. Wir haben noch viel gemacht. Wir haben noch viele Pokémon catch. Wir haben noch viel hier von der alten Welt gesehen. Aber wir werden diese Welt nochmal komplett von vorne sehen. Denn Pokémon Y wartet auf uns und... damit auch ein neues Abenteuer, ein neues Let's Play, ein neues fulminantes, fabelhaftes LP. Und ich freue mich wirklich schon auf euch dann. Jetzt ist ja wieder da hinten der Vogel, ey. Ein bisschen regt er mich auf, ne? Der verdammte Vogel. Der mag mich einfach nicht. Nö. Das wird auch alles uncut gemacht. Ich werde hier nichts mehr schneiden, weil ihr sollt sehen können, wie ich leide bei diesem verdammten Vogel. Ja, dieser verdammte schöne Vogel. Ich geh mal hier hin nach Yantara City. Vielleicht ist es ja sofort richtig. Das wäre eigentlich ganz schön, aber ich habe irgendwie nicht so das Gefühl, dass es sofort richtig ist. Ich muss auch gleich eigentlich den Part beenden, weil es ist gleich Mittag und ich habe Hunger. Zero beendet das Let's Play, weil er Hunger hatte. Super Sache. So, wer, du bist jetzt nicht hier. Du Vogel auf Doom. Mann! Der trollt mich auf ganzer Linie, dieser verdammte Vogel, ey. Oder vielleicht werde ich es doch schneiden? Ich weiß es nicht. Werdet ihr sehen, wie ich die Nachbearbeitung mache. Die Musik in Chromlexia ist so chillig, ey. Na, 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 na. Einfach so richtig schön gechillt, mystisch. Bitte sei hier, Arktos! Ich bitte dich. Ich habe euch noch nie was gebeten, Arktos, aber um das hier bitteschön. Nicht ganz, aber da kann man ganz leicht hin, meiner Ansicht nach. Und ich mache jetzt auch Trick 17. Trick 17 ist was ziemlich Geiles für alle Leute, die es wissen wollen. Und zwar... passt mal auf, was Azir jetzt hier macht. Ich nehme mein Pokémon mit. Level 36. Ja, Level 36. Warum mache ich das? Weil Arktos wahrscheinlich über Level 36 ist. Und jetzt werden wir einen Schutz anwerfen. Und bei Schutz kommen Pokémon, die Level unter 36 sind, gar nicht. Moment, wo war der jetzt? Er war hier unten, ne? Genau, er muss sich nach da. Rilivera, Geolinkhöhle. Yantara, ich werde auch mal kurz woanders hingehen. Und zwar werde ich hier hingehen, mal kurz. Weil ich habe was jetzt vor. Ich habe jetzt was Ernsthaftes vor. Ja, ich habe mir das vorgenommen, das werde ich jetzt machen. Ich habe eine Taktik, meine Freunde. Eine Taktik, die klappen wird. So, ein letzter Blick zu Arktos. Hoffentlich mit letzter Blick. So, Arktos. Hey, wir sind fast richtig! Pro, yo. Bicycle und go! Wir fahren auch mit dem Schnee auf... wir fahren beim Schneefahrrad, ey. Das habe ich damals immer gemacht. Fand ich voll cool, so zu driften, ey. So driften, dies, das. GTS. Okay, irgendwas will die GTS von mir. Was will die GTS von mir bloß? Ich weiß es nicht.
Habe ich gegen jeden gekämpft? Ich glaube noch nicht, ne? Deswegen werde ich mal ganz kurz. Ich weiß nicht, sind die Pokémon wahrscheinlich höher als 36, aber Latte. Schutz an und go. No, wieder kein Arktos. Ein Pandya, aber ein besoffenes Pokémon. Mein Schlüsselbund, ich bin der Schlüssel zu deinem Herzen, du kleines, unwissendes Pandya. Nein! Töte mich nicht! Du mit deinem Mundgeruch da, mit deinem gelben Mundgeruch. Risikodeckel. Macht mir gar nichts so. Und zwar habe ich ein wunderbares Flavion mit Reflektor, Lichtschild und Dönerwelle und Schmarotzer. Eine wunderschöne Taktik. Ich kann ich natürlich auch mit Angeberei machen, aber ich weiß noch nicht. Möchte ich mal jeweils gucken, wie ich die machen werde. Aber ich glaube, ich finde das so eigentlich ziemlich geil, mein Klavion. Könnt ihr mir gerne mal in die Comics posten. Vielleicht habt ihr noch Ideen für irgendwelche Wi-Fi-fähigen Pokémon. Könnt ihr mir gerne in die Comics posten dann. Falls ihr welche Ideen habt. Jetzt ist er wieder da hinten, ey. Wisst ihr was? Ich cutte das eben, ey. Bis. Keine Ahnung, bis gleich oder so. So Leute, da bin ich schon wieder mit meinem Supertrick. Hat's geklappt mit Schutz, dies, das, Ananas. Dauernd rumsurfen, Arktos erscheint, der mystische Vogel of Doom. Mit meinem Schlüssel zu deinem Herzen. Ich werde dich jetzt aufschließen, mein liebes Arktos. Ich... Nein, er greift nicht die Flucht. Und wisst ihr was, wir werden das Arktos jetzt noch catchen, weil ich Bock drauf habe. Beziehungsweise, nein, ich weiß nicht, ob wir es catchen werden, aber wir werden es auf jeden Fall noch jagen jetzt. Ich jag dich bis zum Tod, Junge. Oh ja, das habe ich vor. Naja, ich werde es auf jeden Fall jetzt noch so ein bisschen machen. So, auf jeden Fall braucht ihr für meine Super-Taktik, meine Friends, Super-Schutz. Top-Schutz, da haben wir es. Mal 8 Stück, 7 Stück, 20 Stück, deswegen sollte reichen. Werde ich euch kurz meine Taktik zeigen. Ist chillig, vanillig. Sollte eigentlich jeder hinkriegen. Habt ihr Arktos in 0, nichts gefasst. Und ja. Falls Leute jetzt fragen, ey, Sie, du wolltest noch Shiny Catch und sowas zeigen. Werde ich noch machen, meine Friends. Keine Sorge. Keine Panik auf der Titanic. Zero wird das noch machen für euch. Deswegen, ganz chillig braucht ihr da. Nicht irgendwie ausrasten. Videos werden noch kommen zu Pokémon XY, aber es werden wohl keine Let's Play Parts mehr kommen mit Lebel und so. Das wollte ich da bloß ansagen. Es werden auch noch Wi-Fi Battles kommen. Es wird auch noch das Shiny Video kommen. Vielleicht wird noch mal irgendwas anderes kommen von X. Aber es wird als nächstes als Let's Play Y starten. Also da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Ich werde auf jeden Fall noch hier irgendwie was von X bringen. Vielleicht werde ich mein Teamon noch irgendwie verschenken, was ich habe. Außer das Logok, weil das EV trainiert ist. Das hätte ich ganz gerne nicht zu verschenken. Aber die anderen Pokémon wahrscheinlich. Deswegen, da könnt ihr mir gerne Comics posten oder sonst was. Deswegen, aber Shiny Catch Tutorial werde ich noch machen. Und eben noch hier Arktos fangen und so. Das werde ich noch machen. Also da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Wie gesagt, es wird auf jeden Fall noch was kommen. Aber kein Let's Play mehr zu Lebel. Weil Lebel war scheiße. Das war ganz ehrlich, das war mega kacke. Und ich habe jetzt gerade so die ganze Zeit hier rumgefahren. Irgendwann kam Arktos einfach mit seinem coolen Ping. Ja, keine Ahnung. Dauert wahrscheinlich ein bisschen. Bis ihr das hier hinkriegt, bis Arktos nochmal kommt. Weil, keine Ahnung, vielleicht mag er mich einfach nicht. Kann ja sein, dass Leute mich einfach nicht mögen, weil ich einfach nicht sympathisch bin. Ich weiß nicht, eigentlich dachte ich, ich wäre ein sehr sympathischer Typ. Aber wie es aussieht, mag mich Arktos einfach nicht. Du magst mich einfach nicht, ne Arktos? Genau, wir werden keine Freunde werden wohl. Weil du ein böser Bube bist. Bist ein böser, böser Bube. Und nochmal Schutz an. Ja, es ist so eine Verschwendung an Schutz, ich weiß. Aber Schützen ist wichtig, meine Friends. Und es kommt echt nicht mehr. Keine Ahnung warum, aber es will nicht mehr kommen. Man braucht wohl doch ein bisschen mehr Geduld. Ich hab's gerade kam es einfach so. Jetzt kam es bestimmt gerade hier an der Stelle. Hat es gesagt, ja, ich habe keinen Bock mehr auf dich, Zero. Geh bitte nach Hause und lass mich einfach in Ruhe. Ne, es will nicht mehr kommen. Ich werde auch aber so lange fahren, bis der Schutz hier zu Ende ist und werde auch bis dabei ein bisschen labern. Deswegen, das sollte ja nicht drin sein. Deswegen. Vielleicht kommt es auch nochmal ab und zu. wenn es gerade Spaß hat und lustig ist. Na, Arktos, bist du gerade lustig? Ich hoffe, du bist lustig. Weil ich bin auch lustig. Wir sind alle lustig. Ne, da war einfach kein Bock mehr. Naja, Arktos kann auch überall auf der Karte sein, müsst ihr darauf wissen, ja. Also, dass er gerade hier ist, das ist immer so eine Sache. Gerade bei den ganzen Search-Pokes, ey. Also, bis die kommen, dauert das noch. Und ich glaube, es werden noch ein paar DLCs, beziehungsweise ein paar Download-Codes hier freigegeben zu Pokémon XY. Wie mit dem Logok, dass da später hier noch ein paar mehr Pokémon kommen, die so freigegeben werden per Wi-Fi-Connection. Die man sich dann jeweilig downloaden kann. Weil, keine Ahnung, ich glaube, das ist es noch nicht gewesen. Es sind auch noch legendäre Pokémon draußen, beziehungsweise die noch kommen. Latios soll noch kommen, dann noch drei neue legendäre. Und ja, das wird wahrscheinlich ultra geil werden. Ihr könnt euch die ja schon angucken, könnt ihr bei Google euch spoilern lassen, wenn ihr wollt. Wenn ihr nicht wollt, dann
Lasst es. Müsst ihr wissen, ob ihr da Bock zu habt oder nicht. Wenn die rauskommen, werde ich sie natürlich machen hier bei meinem X- oder Y-LP. Das werde ich dann jeweils sehen, meine Friends. Und ja. Was soll ich großartig sagen? Werdet ihr dann ja sehen, wenn es hochkommt oder wenn es nicht hochkommt, ne? Wenn Zero einen hochkriegt oder wenn Zero keinen hochkriegt. Ja, aber ich werde wahrscheinlich einen hochkriegen, werde ihn dann hochladen. Pff, so ungefähr. Aber Arctos, warum kommt der nicht? Willst du, muss ich dich hier umknuddeln oder was? Nö. Ich weiß nicht, vielleicht muss ich wieder schneiden. Wenn ich gar nichts sage, dann kam er auch gerade, ne? Ich sag mal jetzt gar nichts. So Leute, da haben wir das letzte Mal Arctos. Ich habe es noch zweimal bekommen, wie ihr wahrscheinlich reingeschnitten bekommen habt. Deswegen, da ist das letzte Mal, wo wir es sehen werden. Ich werde es vielleicht noch im Special Part einmal fangen für euch dann. Und ja, ich würde sagen, das war's auch für dieses Let's Play. Beziehungsweise, vielleicht werde ich noch jetzt am Ende reinschneiden, wie ich Arctos fange. Aber das war's erstmal von mir. Die letzten Schlussworte. Und ja, haut rein, meine Freunde. Bis nächstes Mal. Und ciao, euer Zero. Genau. Nee, nochmal Dankeschön an alle, die zugeschaut haben. Und ich würde sagen, hiermit beenden wir das Let's Play. Ist ein wunderschönes Let's Play gewesen. Und ja, dieser Part würde ich sagen, beende dieses Let's Play nochmal sehr schön, meiner Ansicht nach. Besser als nachher League oder sowas. Nochmal hier schön ein paar Abonnenten gefangen. Das, was ich machen wollte, diesen Let's Play. Abonnenten zu Pokémon Magen. Ich bedanke mich für alle Kommentare, die ich bekomme. Ich bedanke mich für alle Zuschauer, die dieses Let's Play eingestiegen sind. Ich bedanke mich an alle Zuschauer, die mir treu geblieben sind in dieser Zeit und alles möglich. Was wollte ich großartig sagen? Ich spreche jetzt hier gleich in Tränen aus. Nein, Spaß. Ich bin einfach irre glücklich, euch als Community zu haben, deswegen, wir sind unglaublich gewachsen an unserem Kanal, an allen möglichen, an Kommentaren jetzt leider nicht, weil Google Plus so böse ist. Ja, Google Plus hat leider viele Kommentarschreiber zerstört, beziehungsweise viele, ich will ein Pokémon sein, Leute, getötet und hat deren Traum zerstört. Ich fand's ziemlich doof, aber hey, was soll man machen? Man kann es leider nicht ändern. Deswegen ist leider so. Aber egal, Leute. Wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein. Bis zum nächsten Projekt. Bis Y. Bis die Wi-Fi-Kämpfe, die auch kommen werden. Dieses Wochenende hoffentlich noch. Und ja, haut rein, meine Freunde. Bis zum nächsten Mal. Und ciao. Euer Zero.